Einen schönen guten Tag allen, die uns jetzt live per Stream verfolgen und auch an all diejenigen, die uns zu einem späteren Zeitpunkt anschauen werden. Es freut mich sehr, dass Sie bei uns sind und es freut mich, dass ich ein Gespräch moderieren darf mit Frau Marion Walzmann. Mein Name ist Kai-Olaf Lang, ich bin Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und befasse mich mit Fragen der europäischen Politik und der EU. Und ich freue mich besonders, dass ich mit Frau Walzmann, die ja Mitglied des Europäischen Parlaments, mit jemandem sprechen darf, die die Europapolitik nicht nur seit vielen Jahren sehr gut kennt, sondern die diese auch in ganz unterschiedlichen Funktionen mitgestaltet. Aus der Position des Parlaments heraus, im Thüringischen Landtag und jetzt im Europäischen Parlament seit 2019, aber auch aus der Regierung heraus. Sie kennen also unterschiedliche Perspektiven und Sie haben auch den thüringischen und den gesamteuropäischen Blick drauf, also eine sehr schöne Kombination und natürlich auch ein sehr guter Zeitpunkt über die Europäische Union zu sprechen, über die europäische Politik zu sprechen. Wir haben die Ratspräsidentschaft der EU, die von Deutschland ausgeübt wird, die so allmählich sich dem Ende zuneigt im zweiten Halbjahr 2020. Und wir haben eine ganze Reihe von wichtigen Themen auf der Agenda. Deswegen ist es eine sehr gute Idee, dass das Landesbüro Thüringen der Konrad-Adenauer-Stiftung dieses Format entwickelt hat. Frau Walzmann, bevor wir uns den wichtigen Sachthemen zuwenden, hätte ich eine Frage zu Ihrem Arbeitsalltag. Wir erleiden ja nun seit etwa einem Dreivierteljahr die Corona-Pandemie. Wie kommen Sie denn bei Ihrer Tätigkeit damit zurecht? Wir mussten uns alle ja irgendwie umstellen. Wie haben sich die Abläufe im Europäischen Parlament geändert? Wie funktioniert die EU in Corona-Zeiten? Ja, einen schönen guten Tag, Herr Lange, und schön, dass wir Gelegenheit haben, miteinander zu diskutieren und zu sprechen. Ja, der Alltag hat sich ganz schön verändert. Ich war ja als neue Abgeordnete erstmal hineingestürzt in die Geschäftigkeit des Brüsseler und des Straßburger Parlamentsbetriebes und den Austausch mit der Kommission. Und dann kam der Stopp mit dem ersten Lockdown im März. Und seit dieser Zeit haben wir einen riesigen Digitalisierungsschub erlebt, notgedrungenerweise, denn das Parlament konnte ja seine Arbeit nicht einstellen und war wichtig, dass Entscheidungen getroffen werden. Und wo nationale Parlamente oder auch lokale Parlamente diskutiert haben, ob Online-Abstimmungen möglich sind, haben wir das möglich gemacht, schon im März diesen Jahres, damit eben beihilferechtliche Regelungen flexibilisiert werden konnten und zum Beispiel die Hilfe für die Betriebe von den Nationalstaaten ausgezahlt werden können. Also sprich, wir sitzen sehr, sehr viel vor dem Bildschirm, machen viel im Videoscreen. Und ich hätte mir vor einem Jahr nicht denken können, dass es möglich ist, dass man Fraktionssitzungen mit 200 bis 300 Teilnehmern in Videoformat macht, mit 23 Sprachen und dann auch noch jeder zu Wort kommt. Aber es funktioniert. Und so arbeitet auch die Kommission. Also wenn Kommissare zugeschaltet sind in den Ausschusssitzungen, dann sind sie meistens auch nicht persönlich physisch da, sondern eben auch per Videoscreen. Oder auch die Ausschusssitzung findet per Videoscreen statt. Und im Moment haben wir eine ganz schwierige Situation, weil die Infektionszahlen so explodiert sind und das Gesundheitssystem so angeschlagen ist in Belgien, insbesondere in Brüssel, dass wir jetzt noch bis nächste Woche unsere heimischen Büros hüten und erst nächste Woche wieder nach Brüssel fahren. Also zum einen, Sie haben es gesagt, ein Innovationsschub durch die Digitalisierung. Zum anderen aber, glaube ich, trotz allem eine gute Nachricht, ne? Also obwohl, Sie haben es ja erwähnt, gerade Brüssel immens getroffen wurde von der Pandemie, haben die europäischen Institutionen keinen Kollaps erlebt. Ja, nach außen hin zumindest hat alles funktioniert. Natürlich ist es wohl schwieriger geworden. Auch die sieht man auch im Europäischen Rat oder bei anderen Ratssitzungen, die informellen Abstimmungen.
ja, die natürlich manchmal ganz wichtig sind, um Kompromisse zu erarbeiten, die sind natürlich in vielen Bereichen weggefallen. Aber die EU hat sozusagen diese Belastungsprobe insofern erstmal bestanden. Ein ganz großes Thema, das wäre so der erste große Bereich, das uns alle eigentlich umtreibt in der Europäischen Union. Wie stabilisiert die Gemeinschaft die Wirtschaft? Wie kann die EU dafür sorgen, dass Länder, die besonders hart von der Pandemie getroffen werden, nicht einbrechen, nicht wegbrechen? Und da hat man ja dann nicht zuletzt durch einen Impuls des deutsch-französischen Motors neue Mittel, neue Instrumente auf den Weg gebracht. Das Next Generation Instrument, oft auch als Wiederaufbaufonds bezeichnet, ist ein ganz neues Werkzeug, das dazu beitragen soll, dass sozusagen die Wirtschaft nicht komplett aus dem Ruder läuft. Und gleichzeitig hatten wir die Verhandlungen über den mittelfristigen Finanzrahmen der Europäischen Union für 2021 bis 2027. Diese immer schwierigen Verhandlungsprozesse wurden eigentlich, dachte man, jetzt erfolgreich zu Ende geführt. Es gab Anfang November ja auch eine Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat. Und jetzt haben wir ganz aktuell doch wieder eine sehr komplizierte Situation, denn zwei Länder, Polen und Ungarn, so schaut es aus, stecken dem ganzen Prozedere, stecken da den Stock in die Speichen, drohen mit dem Veto, weil sie der Auffassung sind, dass ein neuer Mechanismus, der dazu führen soll, dass man mögliche Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit verknüpfen kann mit der Mittelauszahlung, konkret, dass man EU-Gelder etwa aus den Kohäsionsfonds sperren kann, weil diese Länder das nicht wollen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt sozusagen für erhebliche Unruhe gesorgt hat, denn man hat ja ein Interesse daran, dass diese großen Mittel und diese Hilfspakete und der EU-Haushalt, 1,8 Billionen insgesamt, dass das finalisiert wird und dass die Mittel abfließen können dann ab nächstem Jahr. Also, Frau Walzmann, wie kommen wir denn jetzt raus aus dieser vertrackten Lage? Denn diejenigen, die sagen, dieses neue Instrument der Konditionalität, der Verknüpfung von EU-Finanzen und Rechtsstaatlichkeit, davon werden wir nicht abrücken. Während Polen und Ungarn sagen, nee, auch wir sind der Auffassung, dass das so nicht vereinbart war, dass auf dem Juli-Gipfel der Staats- und Regierungschefs wir sozusagen so eine Art Notbremse haben. Wie kommen wir denn da raus? Und dann, wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, gleich die zweite Frage mit, was bedeutet eigentlich nicht nur der EU-Haushalt, der mittelfristige Finanzrahmen, sondern vor allem dieser neue Wiederaufbaufonds, das Next Generation Instrument für die europäische Integration über den Tag hinaus? Ja, da greife ich doch den Ball gleich mal auf. Wir sind ja so richtig auf der Zielgeraden der Ratspräsidentschaft. Und eigentlich wollte Deutschland ja beginnen und schon aus der kroatischen Ratspräsidentschaft einen beschlossenen mehrjährigen Finanzrahmen mit hineinnehmen in unsere Präsidentschaftszeit. Das war da nichts. Und dann kamen andere Vorzeichen, dieser mehrjährige Finanzrahmen, der steht ja wirklich jetzt auch unter der Überschrift Überwindung der Covid-19-Krise und der wirtschaftlichen Rezession, die ja damit verbunden war, dass das Wirtschaftswachstum eingebrochen ist. Und gerade die Staaten, das muss man immer wieder sagen, die ja gut vorangekommen sind, wie Spanien, wie Portugal, jetzt auch Italien, in dieser Covid-19-Pandemie-Zeit natürlich einen erheblichen Hieb und auch Rückschlag spüren mussten. Und deshalb war es notwendig, dass man wirklich innerhalb Europas auch Solidarität walten lässt. Und deshalb ist erstmalig die Verbindung zwischen dem mehrjährigen Finanzrahmen, was ja den Haushalt für 21 bis 27 darstellt, und dieses neuen Instruments des Recovery Funds oder wie wir sagen, des Next Generation EU-Fonds verknüpft worden. Und das sind ja immerhin 1,8 Billionen Euro. Ist nicht wenig Geld, über was wir sprechen. Aber was dazu dienen soll,
natürlich bestehende Programme wie Horizon Europe, Fonds für den gerechten Übergang, InvestEU, die ländliche Entwicklung mit in sich auszustatten, aber eben auch mit 750 Milliarden Euro dafür zu sorgen, dass der Wiederaufbau, und das ist in der Tat neu, auch gelingen kann und die Wirtschaft, der Motor, der wirtschaftliche Motor in Europa nicht stottert oder stehen bleibt, sondern wieder an Dynamik gewinnt. Und vor 14 Tagen sah das alles gut aus. Wir haben uns schon gefreut. Eine Einigung zwischen Parlament und Rat ist zustande gekommen, weil wir als Parlament vorher natürlich gesagt haben, ohne Rechtsstaatsmechanismus, ohne klare Konditionen werden wir nicht zustimmen. Jetzt gab es die Einigung und dann haben Polen und Ungarn ein Veto eingelegt, wobei diese Länder ein bisschen differenziert werden müssen. Das Veto von Polen ist, glaube ich, eins, was mit ein paar grundsätzlichen Anmerkungen auch zum Verhältnis EU-Polen zusammenhängt, dass in letzter Zeit oft Polen kritisiert wurde, aber auch für Dinge, bei denen man andere Länder nicht kritisiert, obwohl sie genauso Hausaufgaben machen müssten. Wenn wir nach Griechenland oder nach Malta gucken, wo rechtsstaatliche Prinzipien auch ihre Defizite haben. Also ich denke, mit Polen wird man klarkommen und die Polen werden, glaube ich, auch vor dem Hintergrund natürlich, dass sie aus dem Wiederaufbaufonds natürlich auch besonders begünstigt sind, selber aber auch Interesse haben, ihre Innovationen einzubringen in die EU, glaube ich, das ist einfacher, mit Polen klarzukommen. Natürlich hat die aktuelle Regierung in Polen ihre Ecken und Kanten, das sieht man an den Protesten und allen. Und ich sage mal, als ehemalige Justizministerin blutet mir das Herz, wenn ich auf die Verfasstheit des Justizaufbaus gucke. Also rechtsstaatliche Justiz ist für mich ein wesentliches Kriterium. Unabhängigkeit der Richter, wo sich vieles dran bemisst. Wenn wir nach Ungarn gucken, werden die Verhandlungen vielleicht noch etwas länger dauern. Aber ich glaube auch nicht, dass Viktor Orban es darauf ankommen lässt, vielleicht den ganzen mehrjährigen Finanzrahmen und den Wiederaufbaufonds zu riskieren und da sich den Unmut der anderen 26 zuzieht. Aber die Einigung wird schwierig werden und es werden mehr Diskussionen notwendig sein, als man jetzt erwartet hätte. Ich kann nur hoffen, dass man irgendwann zu Potte kommt, denn auch wir brauchen insgesamt jetzt endlich Klarheit. Da stecken viele Ziele drin. Das, was Sie als Zweites gefragt haben, diese Instrumente sind ja auch darauf aufgesetzt, jetzt nicht bestehende Schwierigkeiten in den Ländern auszumerzen. Oder mit den neuen Instrumentarien. Erstmals nimmt ja die Kommission auch Kredite auf für den Wiederaufbaufonds. Dass man jetzt nicht alte Schuldenlöcher stopft oder alte Haushaltsprobleme klärt, sondern wir wollen ja eigentlich konkurrenzfähig sein mit China, mit den USA, mit anderen Märkten. Und dann muss die EU einfach Gas geben. Wir müssen rauskommen aus der Krise und wir müssen mit innovativen Produkten, mit innovativen Vorstellungen auf dem Markt uns befinden und wieder zurückkehren auf den Markt und diese Krise schnellstmöglich überwinden. Und das unter Gewährleistung, dass uns nicht unsere kleinen mittelständischen Unternehmen und unsere Wirtschaft nicht dauerhaft wegbricht. Die Menschen brauchen Arbeitsplätze, die müssen Einkommen haben. Und das ist gut, wenn man mit dem SURE-Programm Kurzarbeit unterstützend finanziert. Aber wir wollen ja raus aus dieser Situation. Und wir haben die Situation, dass wir uns mit dem Green Deal, mit einem entscheidenden Programm auch darauf verständigt haben, dass wir unsere wirtschaftliche Entwicklung nachhaltiger umbauen wollen, dass wir zu einem klimaneutralen Europa kommen wollen. Und das heißt natürlich, einen Schwerpunkt auf Technologietransfer legen, einen Schwerpunkt auf Innovation legen, auf neue Wirtschaftssparten wie Wasserstofftechnologie und anderes legen. Und das machen wir nicht, indem wir uns vorher streiten, wie es mit der Finanzierung weitergeht. Also insofern neue Ansätze, neue Zukunftsperspektiven und natürlich der Druck von allen Seiten. Die Welt um uns herum schläft nicht. Es ist jetzt eines der größten Handelsabkommen geschlossen worden im asiatischen Raum. Das betrifft ein Viertel der Bevölkerung. Und da steckt auch ein Wohlstandsversprechen dahinter. Also die Europäische Union ist allein nicht allein mit ihrem Wohlstandsversprechen an die Bevölkerung, sondern andere holen da auf. Und deshalb muss die Europäische Union auch zeigen, dass sie krisenfest ist und dass sie miteinander in einer
Verfasstheit der 27 Länder ist, dass wir auch Situationen bewältigen können. Und der Haushalt wird so ein bisschen der Knackpunkt sein, ob wir das in der ersten Ansage schon hinbringen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, so wie Sie das ja im Grunde getan haben, es geht hier nicht einfach nur darum, dass wir mehr Geld haben, also die Zahlen sind ja schon beeindruckend, aber auch, dass die Europäische Union ja versucht, sozusagen nicht nur neue Akzente zu setzen, sondern diese Gelder auch dafür zu verwenden, dass ganz wichtige Reformen, dass ganz wichtige Impulse gesetzt werden in Form der Klimapolitik und des Green Deals, in Form von Digitalisierung. Das wird, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung für viele Länder sein, denn die müssen ihre Programme ja erstmal entsprechend umstellen, die müssen da Pläne aufstellen. Das wird für manche Länder, glaube ich, nicht so ganz einfach sein, dieses Geld dann abzurufen. Deshalb haben wir ja, wenn ich das sagen darf, deshalb gibt es ja ein Programm der Kommission auch, welche Legislativakte jetzt auch nacheinander kommen. Und da widmet man sich natürlich den besonderen innovativen Themen, also die KMU-Strategie, die Strategie für kleine und mittelständische Unternehmen, die Industriestrategie, aber auch die Digitalisierungsstrategie sind Dinge, die jetzt parallel und sozusagen Schlag auf Schlag jede Woche vorgestellt werden von der Kommission. Nach ihrem Arbeitsprogramm nächste Woche gibt es einen weiteren Schritt hinsichtlich der Datenökonomie. Wenn wir über Einsatz künstlicher Intelligenz sprechen, braucht man Daten. Und jetzt kommen alle diese Bereiche, die also vorgestellt werden, wo die Länder natürlich animiert werden sollten mit dem zur Verfügung stehenden Geld, mit den Anreizsätzen über die Förderprogramme der EU, auch selbst ihre Wirtschaft dahin zu lenken, dass man diese neuen innovativen Technologienbereiche auch annimmt und dass man sich verabschiedet von Industriebereichen, die auf Ressourcenverbrauch ausgerichtet waren. Also es geht auch um Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und neue Ansätze in Industriepolitik. Also ein Haushalt ist eben kein Automatismus, sondern immer auch eine Chance, die man nutzen muss. Sie hatten es, Frau Walzmann, schon erwähnt. Deutsche Ratspräsidentschaft ist, Sie nannten es auf der Zielgerade fast schon. Ja. Noch ein bisschen wird sie laufen bis Ende des Jahres. Es gibt schon so erste Versuche einer Zwischenbilanz. Also was ist gelungen? Wo war es schwierig? Die Erwartungen waren ja sehr hoch. Deutschland ist das Land mit dem größten Gewicht, hat das größte wirtschaftliche, politische Potenzial. Man hat dann in Berlin immer gesagt, naja, die Erwartungen, wir müssen realistisch bleiben. Ja. Wir können es nur mit allen zusammen sozusagen reißen. Wo stehen wir denn da? Was sind, das würde mich nur mal interessieren, auch die Rückmeldungen, die Sie im Europäischen Parlament aus Ihrer Fraktion oder auch von anderen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern bekommen? Wie wird dieses deutsche Handeln so wahrgenommen und wo stehen wir mit der deutschen Ratspräsidentschaft? Also die Kollegen beneiden eigentlich Deutschland darum, dass wir gut durch die Krise, diese Corona-Krise gekommen sind und insofern auch ein Vorbild sein können für andere Länder. Weil die Lehren aus der Pandemie zu ziehen, ist ja auch ein Gegenstand und ein Ergebnis der Ratspräsidentschaft und mehr auf Gesundheitspolitik und Koordinierung der Gesundheitspolitik auch zu setzen. Wo wir noch Gas geben müssen und wo man große Stücke auch auf Deutschland setzt, ist, dass man die Brexit-Frage zu Ende deklinieren muss. Denn bis heute haben wir kein Einvernehmen zu einem Handelsabkommen. Die Zeit läuft, die Uhr tickt und wir haben nur noch wenige Wochen bis zum 31.12. Und es sieht bis jetzt nicht so aus, als ob man jetzt mit großen Sprüngen schon vorher die Sektkorken knallen lassen könnte. Ganz im Gegenteil, am Freitag dieser Woche wird die da verhandelt. Und ich hoffe mal, dass auf die letzten Minuten auch dort noch ein Ergebnis erreicht werden kann. Aber wie gesagt, keiner gibt im Moment da irgendeine Prognose ab. In Brüssel werden Sie jedenfalls niemanden dazu finden, der Ihnen sagt, ob das so oder so ausgeht. Und auch die Diskussion über die Konferenz zur Zukunft Europas, wie verfasst sich eigentlich die Europäische Union weiter, die darf man ja auch nicht vergessen. Eigentlich wollte Deutschland in seiner Ratspräsidentschaft diese Konferenz zur Zukunft Europas ganz groß auch in den Mittelpunkt stellen, weil wir müssen schon ein paar Fragen beantworten, alle gemeinsam. Und da gehört eine gute Moderation dazu. Was sind die Ziele, die die Europäische Union im 21. Jahrhundert hat?
Und da reicht nicht Erweiterung oder Ertüchtigung oder Konsolidierung zu sagen, sondern es müssen ein paar Grundfragen, auch reformpolitische Fragen beantwortet werden. Und da ist es schwierig, dass die Eröffnung dieser Konferenz zur Zukunft Europas doch verschoben werden musste und jetzt so auf die letzte Strecke erst beginnen kann. Und ich bedauere das sehr, weil ich glaube, wir hätten von Deutschland da auch ein paar gute Akzente mitsetzen können. Wo alle Erwartungen darauf gerichtet waren, was aber unter dem Druck der Verhandlungen, mehrjähriger Finanzrahmen, Brexit-Verhandlungen, Pandemiebekämpfung ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, sind die Verhandlungen zum Neustart in der Migrations- und Asylpolitik. Auch da war ja das große Ziel, am Anfang der Ratspräsidentschaft dort einen größeren Schritt voranzukommen. Und ehrlich gesagt, die Mitgliedstaaten haben jetzt, oder die Kommission hat etwas vorgelegt, einen Vorschlag, und die Mitgliedstaaten müssen das verhandeln. Ich hoffe nur, dass wir bis zum Ende der Ratspräsidentschaft dort vielleicht auch noch einen Baustein zufügen können, dass man etwas Verbindliches hat, was man nach 5 Jahren Verhandlung als Neues auch präsentieren kann, was zum Beispiel die Dublin-Verordnung ablösen könnte und wo es irgendwo einen Konsens gibt, strikter und konsequenter auch da zusammenzukommen. Also es gibt einige Bereiche, die total durcheinander gewirbelt wurden vom Programm her. Das Programm sah anders aus, als wir jetzt in der Krisenbewältigung leisten müssen. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass die Einschätzung der Kollegen aus den europäischen Nachbarländern so ist, dass man sagt, na, ein Glück haben wir eine Kanzlerin, die da in Deutschland vorn dran steht, die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und die geübt ist, auch in der Bewältigung von Anforderungen. Also wir genießen da schon großen Respekt. Und die Abgeordneten werden auch öfter angesprochen. Als Abgeordneter eines Landes, was in der Ratspräsidentschaft vorn dran steht, kriegt man wesentlich mehr Post, wesentlich mehr Anfragen und steht auch ein bisschen mehr im Mittelpunkt als sonst. Und man spürt schon, da ist so ein Druck, ein Erwartungsdruck, der riesengroß ist. Ja, gut, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben, welche anderen Dossiers es noch gibt, weil ja jetzt tatsächlich so in der öffentlichen Diskussion, in den Medien sehr stark der Fokus auf der Pandemie und ihre Bekämpfung liegt und auf den Finanzfragen, die natürlich auch ganz essentiell sind, keine Frage. Und es wird sicherlich ein wichtiger Gradmesser sein, wenn man dann beurteilen wird, wie effektiv die deutsche Präsidentschaft war, ob man eben eine Einigung bei den Finanzpaketen und beim Haushalt hinkriegt. Aber es gibt eben noch diese vielen anderen Baustellen. Ich glaube, aus dem, was Sie gesagt haben, wurde eben auch klar, eine Ratspräsidentschaft, auch die Ratspräsidentschaft Deutschlands, ist eben immer Teamarbeit. Es kommt sehr darauf an, dass man die Kontakte mit allen pflegt, mit großen Ländern, mit Schwergewichten wie Frankreich, mit Ländern, die sich manchmal ein bisschen auf die Hinterbeine stellen, mit den Großen und mit den Kleinen, mit dem Norden, mit dem Süden, mit dem Osten, mit dem Westen. Und ich glaube, das ist eigentlich so eine alte Tugend deutscher Europapolitik, die jetzt zum Tragen kommt. Wollen wir zum Schluss vielleicht noch den Blick etwas weiten? Auch das hatten Sie schon angedeutet. Wir dürfen natürlich nicht zu selbstbezogen werden in der Europäischen Union, denn in der internationalen Politik wird das Klima rauer. Ich spreche jetzt nicht nur von der Klimapolitik und Klimawandel, sondern von der Rivalität der großen Mächte, von der Auseinandersetzung mit China, von einem assertiven, ruppigen Russland und von den Vereinigten Staaten, wo wir jetzt eine Trump-Administration haben, die sozusagen die Wahlen verloren hat, die viele Fragezeichen erzeugt und wo wir mit Joe Biden einen neuen Hoffnungsträger haben, der zur Revitalisierung der transatlantischen Beziehungen führen soll. Wir alle wissen, wir müssen vorsichtig sein und sollten uns keinen Illusionen hingeben. Aber ich glaube, gerade die transatlantischen Beziehungen sind ein essentieller Bestandteil dafür, dass die Europäische Union auch auf globaler Ebene in ihrem Sinne wirken kann, regelbasiertes Handeln, wie es immer so heißt, stärken kann, multilaterale Strukturen stärken kann. Und da haben wir natürlich einen so Aspekt, der immer eine große Rolle spielt. Es gibt so ein Schlagwort, das in den letzten Jahren hoch und runter dekliniert wird, das der strategischen Autonomie. Die Europäische Union müsse strategische Autonomie oder Souveränität
erreichen. Was heißt das eigentlich? Die Bundesverteidigungsministerin hat ja jetzt vor kurzem nochmal deutlich gemacht, das soll nicht heißen, eine Loslösung von den Vereinigten Staaten in der Sicherheitspolitik, weil wir das wahrscheinlich nicht so ohne weiteres hinkriegen würden als Europäer. Diesen Schutz brauchen wir. Aber natürlich liegt es, glaube ich, auf der Hand, dass wir in vielen wichtigen Bereichen darüber nachdenken müssen, wo Europa handlungsfähiger wird und auch unabhängiger von anderen wichtigen Partnern und von Großmächten in der Welt. Ja, also das Erste, da sprechen Sie mir aus dem Herzen, man muss die transatlantischen Beziehungen schon wieder reaktivieren. Die waren ja etwas eingeschlafen. Und wenn man guckt, dass der Trump gerade einen Besuch in Berlin innerhalb seiner Präsidentschaft gemacht hat, ist das auch ein Symbol dafür gewesen. Und der hat ja an jeder besten Gelegenheit auch gegen Deutschland geätzt, aber auch gegen die Europäische Union. Und ich hoffe mir, dass das Klima vielleicht wieder etwas aufgeschlossener wird. Ich hoffe auch, dass es nicht noch größere Auseinandersetzungen um die Frage gibt, wer nun wann aus dem Weißen Haus auszieht. Aber wir brauchen diese transatlantische Gemeinschaft. Und wer glaubt, es gibt ja etliche, die lieber nach Russland gucken würden, besonders aus dem Osten, da kann ich nur sagen, das ist eine Illusion. Russland ist alles andere als in einer demokratischen Verfasstheit bisher. Und deshalb brauchen wir die transatlantischen Beziehungen in einer Form, dass sie wieder auf Augenhöhe funktionieren. Damit sie auf Augenhöhe funktionieren, brauchen wir schon ein selbstbewusstes und eigenständiges Auftreten als Europäische Union. Und das war das, was, glaube ich, Ursula von der Leyen sehr deutlich auch in ihrer Antrittsrede gesagt hat, das neue geopolitische Gewicht der Europäischen Union. Das heißt, selber auch mehr auf die eigene Verteidigung Wert zu legen, selber mehr auf die Verteidigungsfazilitäten Wert zu legen und diese auch zu ertüchtigen. Also es ist auch heute noch nicht verständlich, warum man innerhalb der Europäischen Union vielleicht 250 unterschiedliche Beschaffungsvorgänge machen muss, um sich auszurüsten, um sich zu ertüchtigen. Man braucht ein Grenzschutzmanagement, was verlässlich und verbindlich ist. Und man muss ausgleichen, das muss man ja auch ehrlich sagen, auch die Briten haben uns ja ein großes Stück geholfen, denn sie haben viele Verteidigungsfazilitäten beigesteuert in die Europäische Union, die wir jetzt nicht mehr haben. Und da redet bisher keiner darüber, wie man das eigentlich kompensieren will in den verbleibenden Ländern. Also man muss schon mal darüber reden, wie man die Verteidigung und die Stärke der Europäischen Union auch deutlich macht. Und wir müssen nicht gleich über eine europäische Armee reden, das ist noch zu früh, denke ich mal, aber der Weg dahin, dass man irgendwo sich mal über die Verteidigungspolitik stärker Gedanken macht, das ist an der Zeit. Ja, und dann heißt es eben auch mal, die Verteidigungsausgaben anzugucken und seinen verbindlichen Verpflichtungen nachzukommen. Das gehört auch dazu. Und letztendlich mit den Partnern außerhalb der Europäischen Union auch darüber zu reden, wie man sich denn gelinde hin in Zukunft die Kooperation in der Wirtschaftspolitik vorstellt, wie man das Verhältnis der EU zu China klärt und wer ist Partner und wer ist Konkurrent. Wer will unser Partner sein und wer will unser Konkurrent sein und mit welchen Maßstäben will man daran gehen. Und insofern ist die Handelspolitik auch ein ganz wichtiges Kriterium dafür, wie wir uns aufstellen. Und Handelspolitik kann man immer dann gut machen mit anderen, mit Drittstaaten, wenn man auch als selbstbewusster und wahrnehmbarer und ernstnehmbarer Partner anerkannt wird. Und deshalb ein aufgeregter Hühnerhaufen von 27 wird, glaube ich, von niemand ernst genommen, aber eine starke und verbindliche Macht, die einheitlich nach außen erklärt, was sie will, schon. Und deshalb bin ich schon mal ganz froh, dass die Europäische Union im Verhältnis zu Großbritannien nicht auseinandergedriftet ist. Das war die erste Probe, ob alle zusammenstehen oder ob einzelne Länder sich rausbrechen lassen und das Angebot bilateraler Vertragsschlüsse annehmen. Das ist nicht der Fall gewesen. Also es besteht Hoffnung und unter der zarten Führung der deutschen Ratspräsidentschaft ist, glaube ich, dieses Thema auch deutlich angesprochen und adressiert worden.
Vielen Dank, Frau Walzmann. Jetzt sind wir genau am Ende unserer Zeit angelangt. Das waren sehr anreichernde, sehr inspirierende Einschätzungen und auch Einsichten aus dem Maschinenraum der europäischen Politik, aber auch mit der notwendigen Distanz. Ich glaube, drei Dinge nehme ich mit. Zusammenhalt und Solidarität bleiben ganz elementare Themen für die Europäische Union, für die europäische Integration. Dann, Deutschland spielt natürlich eine zentrale Rolle im ganzen europäischen Gefüge und es tut gut daran, seine Kontakte mit allen Partnern in der EU der 27 zu pflegen, auch mit denen, wo es manchmal nicht so leicht ist. Und schließlich, wir müssen nicht nur nach außen blicken, wir müssen nicht nur mit einer Stimme sprechen, sondern wir müssen als Europäische Union auch auf globaler Ebene gemeinsam handeln. Das ist nicht leicht und bleibt ein langer Weg. Und wir werden sicherlich andere Möglichkeiten haben, über diese wichtigen Themen zu sprechen, mit Ihnen, Frau Walzmann, mit anderen. Herzlichen Dank an die Konrad-Adenauer-Stiftung, das Landesbüro Thüringen, die es ermöglicht hat, dass wir miteinander sprechen konnten. Herzlichen Dank nochmal an Sie, Frau Walzmann, und viele Grüße an alle, die uns zugeschaut haben in Thüringen, in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt. Auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen.